Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Und ich weiß, es ist eine lange Zeit her, seitdem wir das letzte Mal eins gemacht haben, deswegen wird es auch mal wieder Zeit. Es gab gerade halt nur mal ein großes Rainbow Six Siege Update und da wollte ich auf jeden Fall auch contentmäßig und vor allem auch von der Spielzeit einiges meiner Zeit investieren. Aber gestern am 14.12. gab es ebenfalls noch so einen kleinen Mid-Season-Patch quasi für Call of Duty Modern Warfare 2. Und hier habe ich tatsächlich die Möglichkeit gefunden, euer Waffenlevel extrem schnell zu leveln. Es gibt nämlich ein kleines Playlist-Update und zwar eine neue Map, die wir mit in unserem Map-Pool begrüßen dürfen, nämlich Shipment. Shipment ist keine neue Map, sondern war tatsächlich im alten Modern Warfare schon mit auch unterwegs und ist eine sehr, sehr kleine Map. Und bei diesem kleinen Trick hier nutzen wir, solange diese Playlist da ist, quasi diese Playlist auf, um immer auf dieser sehr, sehr kleinen Map zu spielen und dann alles auszunutzen, was wir eigentlich auch schon so ein kleines bisschen kennen. Also vieles von dem, was ich euch hier jetzt sagen werde, ist nicht groß was Neues, sondern ein Weg, wie ich all dieses Wissen auf die Shipment-Playlist anwende. Wird also kein besonders langes Video sein. Ich werde euch jetzt mal das Setup zeigen und quasi einfach nur, was ich mit in die Runden reinnehme und dann so ein kleines bisschen die Strategie, wie wir vorgehen und dann so ein bisschen Gameplay. Play hinten dran. Okay, meine Lieben, wir befinden uns jetzt hier in Modern Warfare 2 selber. Hier ist die 24/7 Playlist, die es immer gibt, wenn eine neue Map mit dazu kommt. Quasi, damit man die einfach die ganze Zeit spielen und so ein kleines bisschen ausprobieren kann. Haben wir mit anderen Maps ja auch schon erlebt. Aber das ist erstmal nicht das, was uns interessiert, sondern es geht ja natürlich darum, was wir selber mitnehmen. So, dann gehen wir einfach mal auf Waffen. Schauen wir bei der Mehrspielerausrichtung. Es müsste die letzte sein. Genau. Also, ich nutze das gerade, um Shotguns zu leveln, um ganz ehrlich zu sein. Das ist ein bisschen gemein, aber funktioniert wirklich mit jeder anderen Waffe auch sehr, sehr gut. Gerade Sachen, die so im Close-Quarter-Fights schon auch, ja, gut performen auf dieser Map natürlich deutlich besser. Was jetzt aber wichtig ist für uns persönlich zu wissen, ist, okay, klar, die Waffe, die wir haben wollen, die muss natürlich mit. Knife und Schild funktioniert übrigens auch sehr, sehr gut. Aber es geht eher darum, was wir noch an Ausrüstung und so weiter mitnehmen, um uns noch zusätzlich Punkte zu verschaffen. Und zwar nehmen wir bei der Taktikausrüstung die Täuschgranate mit. Das hat den einfachen Grund, dass das, ja, wir werfen die einfach in der Gegend rum. Wir können da bis zu 3 tatsächlich in der Tasche haben und wir werfen die rechts, links und geradeaus einfach weg, wenn wir spawnen. Und während wir dann auf der Map rumlaufen und Kills machen, sammelt das quasi passiv für uns Punkte. Das ist nicht besonders viel, aber gerade auf Shipment, das eine sehr, sehr kleine Map ist, ja, doch rechnet sich das dann schon auch noch mit nach oben. Für eure primäre Granate könnt ihr mitnehmen, was ihr persönlich wollt. Ich nehme die Splittergranate mit, weil die werfe ich dann auch einfach meistens am Anfang meines Spawns einfach hier und da hin, in der Hoffnung, dass da jemand noch mit reinläuft. Springen wir mal direkt noch zur Feldausrüstung und überspringen das Extra-Paket einfach mal. Für die Feldausrüstung habe ich mich persönlich entweder für das Trophy-System oder DDoS entschieden. Ihr habt zwei Möglichkeiten, also ihr könnt zwei Möglichkeiten auswählen, weil ihr das in den Extras, das Extra dafür habt. Aber Trophy-System ist ganz einfach. Ihr könnt das auf Shipment überall hinwerfen, da fliegen so viele Granaten, Flashbangs durch die Gegend, dass das euch immer nochmal zusätzliche Punkte gibt. Genauso ist es auch bei dem DDoS. Dieser kleine, enge Raum versammelt einfach sehr viele elektrische Geräte auf einem Ort und ihr könnt das ebenfalls nutzen, um, ja, Punkte schnell zu farmen. Also das sind die beiden Feldausrüstungen, die ich euch empfehlen würde. Dann nehmen wir einfach ins Extra-Paket einmal kurz rein. Extra taktisch ist klar, du steigst mit einer zusätzlichen Taktikausrüstung ein, einfach damit ihr mehr Utility zur Verfügung habt, um Punkte zu sammeln. Kampf gestählt, hier ist es euch selber überlassen, was ihr persönlich machen möchtet. Ich entscheide mich aber hierfür, wie gesagt, es sind viele Flashbangs und so weiter unterwegs und ich mag das einfach, wenn, ja, der Impact davon nicht ganz so groß ist. Dann haben wir dann nochmal Nachschub. Hier steigt ihr mit einer zusätzlichen Primärgranate ein. Die Ausrüstung wird innerhalb von 25 Sekunden aufgefüllt. Auch hier geht es einfach nur darum, so viel Ausrüstung wie möglich zur Verfügung zu haben, um viele Punkte zu machen. Wenn ihr spawnt und zwei Primärgranaten direkt werfen könnt, habt ihr nun mal einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass jemand da reinrennt und gerade auf Shipment ist es nicht selten, wenn es hier auch mal Double Kills gibt. Und dann haben wir hier nochmal als ultimatives Extra, was sich ja eine Weile auch dauert, bis sich das auflädt, aber Lager eine weitere Feldausrüstung Aufladung. Die Aufladerate von Feldausrüstung um 40% erhöht. Bei Verdiensterhalter eine Feldausrüstung Aufladung. Hier geht es einfach nur darum, so viel wie möglich die Feldausrüstung bzw. ja, respektive das Trophy-System und halt eben den DDoS nutzen zu können. Es geht einfach bei diesem Setup darum, so viel Utility wie möglich zu haben und das quasi einfach auf die Map zu werfen, in der Hoffnung, dass ihr Punkte ohne Ende bekommt. Ich selber habe es jetzt geschafft, in drei Spielen meine Logbot 300 auf Level 9 zu bringen. Ich wollte das Ganze so ein kleines bisschen ausprobieren. Die Idee hatte ich schon eine Weile, dass das eventuell funktionieren könnte. Und ich denke, dass gerade auch mit EP-Boosts das natürlich noch deutlich, deutlich schneller geht. Aber ihr habt hier einfach die Möglichkeit, wirklich relativ entspannt eure, ja, euer Waffen, oder entspannt ist eigentlich das falsche Wort, euer Waffenlevel zu leveln. Das große Problem ist natürlich für alle da draußen, die sehr harte KD-Spieler sind, ihr kriegt auf Shipment halt auf die Schnauze. Ne? Und ihr könnt meistens auch nicht viel dagegen tun. Es sind Nades, Ausrüstungs- bzw. Punkteserien, die euch da noch in den Kopf, an den Kopf fliegen.
ist wirklich gemeint. Aber über die Punkteserien können wir eigentlich auch nochmal so ein kleines bisschen sprechen. Oder die Abschlussserien. Und zwar ist es hier so, dass ihr natürlich in der Regel nicht allzu viele davon bekommt. Die Vorräte selber sind auf jeden Fall nicht das Smarteste, was man mitnehmen sollte. Ich habe ja auch den Luftschlag mit dabei, aber bis dahin kommt man auf Shipment wirklich sehr, sehr selten. Was aber gut funktioniert, ist die Drohne und die Konterdrohne. Und zwar aus folgendem Grund. Ihr bekommt halt mit relativ wenig Kills auch hier einfach schon passiv EP. Das heißt, wenn ihr mal schafft, es 3 oder 4, 5 Kills in einer Folge zu machen, dann habt ihr nochmal zusätzliche Utility, die halt eben auch nochmal passiv für euch Punkte farmt. Und glaubt mir, das wird über Dauer, geht das auf jeden Fall ganz schön nach vorne. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist wirklich eine Sache, die gerade in diesem Moment wirklich sehr, sehr gut funktioniert und die ich einfach mal mit euch teilen wollte, weil es für mich auf jeden Fall ja nochmal eine Strategie ist. Ich bin einfach nicht einer von denen, die, ich spiele viele unterschiedliche Games, das merkt ihr auf diesem Kanal auch immer wieder und es ist für mich halt einfach, ja, es dauert lange, Dinge zu leveln und immer wenn so eine neue Möglichkeit rauskommt, dann möchte ich euch natürlich auch darüber informieren. Falls euch das Video gefallen haben sollte, ihr grundsätzlich Bock auf Shooter-Content habt, wie Rainbow Six Siege, Valorant und Call of Duty, dann folgt gerne diesem Kanal. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr diesen Tipp hilfreich fandet oder nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.